Willkommen zurück in Entsprotted. Also, wir haben ja jetzt magische Truhen, zwar nur zwei, aber naja. Und ich habe gesehen, wir haben noch gar nicht die verbesserte Axt und Spitzhacke hergestellt. Und wir können hier auch noch eine Schmiede herstellen. Dafür haben wir auch alles. Und ich habe den Brennofen hier hingestellt und zwei weitere gebaut. Und zwar haben wir ja Kohle hergestellt in dem ersten. Dadurch sind zwei weitere Rezepte freigeschaltet worden. Einmal Holzsäure und einmal Teer. Und ich denke mal, wenn wir es ins Inventar packen, also nachdem es hergestellt wurde, kriegen wir vielleicht noch ein paar Rezepte. Und werden wir jetzt ihm hier erstmal eine Schmiede bauen. So. Die packen wir dahin. Ach du, ist die groß. Mal, das passt aber genau hier hin. Dann kann er hier schön weit nach hinten geht. Mal, dann geht's ins Gebäude. So. Nehmen wir uns den Stab hier, der wo auch immer ist. Da. Machen wir so. Dann kann er hier schön, er ist ein Schmied, aufstehen. So, kommt dieser komische Fuchtelstab hier wieder rein. So. Und wir haben ja dann auch alle Mädchen da hinten. Metallplatten können wir machen. Mehr noch nicht. Ja, aber die machen wir jetzt noch nicht. Jetzt holen wir uns hier die verbesserte Axt und die verbesserte Spitzhacke. Und wir haben auch keinen Metallschrott mehr jetzt. Wir waren ja sehr wenig Gegner, also müssen wir mal hoffen, dass wir da herankriegen. So, also Schutzspitzhacke, 17 Schaden, 6 Ausdauerkosten. Die normale hat 11 Schaden, 6 Ausdauerkosten und ein bisschen weniger Haltbarkeit. Also wenn die mehr Schaden macht, dann können wir bestimmt die Sachen besser abbauen. Stichschaden macht die auch. Ist ja jetzt fraglich, wenn wir hier irgendwo... Ein jeglicher Schaden. Nahkampf. Wuchtschaden. Stichschaden. Schnittschaden. Also wird um 10% erhöht. Vielleicht das dann auch hierfür. Wäre ja cool. Dann tauschen wir die auf jeden Fall jetzt erstmal aus. Und was ist mit der Axt? 11 Schaden und die neue auch 17. Also wurden verbessert, was ja gut ist. So. Dann können wir jetzt die Sachen auch wegräumen. Haben wir jetzt erstmal alles hergestellt, was wir wollten. Hier haben wir noch ein paar Nägel. Äste kommen da rein. Tierfell, Harz, Pflanzenfaser, Kohle. Oh, brauchen wir jetzt auch nicht. Ah nein, warte. Und zwar, ganz vergessen. Wir haben jetzt hier auch gesehen, dass wir hier diese Flamme stärken können. Und ich habe jetzt hier mal ein bisschen alles gesammelt, weil ich habe Spaß an den Sachen zu farmen und war ja hier auch alles in der Nähe. Und dann werden wir das jetzt mal hier aufwerten. Wir haben da jetzt ja alles. Knochen habe ich keine bekommen, da hatten wir zum Glück noch welche. Hier liefen nur so scharfartige Wesen rum. Ein paar Hasen. Die haben Fell und Fleisch gegeben. Stufe erhöht. Quest ab. Ach, das war eine Quest. Kannst du mal sehen. Zwei Obelisken der Erbauer finden. Okay. Zwei Marker hinzugefügt. So, Wachs, Salz. Gut, da haben wir jetzt nur eine Schüssel bisher gefunden. Quest aktualisiert. Geschichte des Feuers. Jasmerholz wissen wir, Feuerstein wissen wir, Kohle. Ah, guck mal.
Plünderer Mutterkopf. Bestimmt irgendein Boss. Bugs. Vielleicht sowas wie in diesem Freien. Ja, weiß ich gerade nicht. In diesem. Da, Elixierbrunnen, da war ja auch so ein Boss. Salzquelle ohne Salz. Also ist ja relativ einfach, das Aufwerten. Ah, hier war ja rot. Das ist jetzt wirklich blau geworden, dieses Stück. Also wir könnten jetzt dann auch hier noch Gegner finden, die uns ein bisschen Metallschrott geben. Ah ne, warte, die geben ja Miasma-Seelen. Die brauchen wir für die magischen Truhen. Hier kriegen wir welche mit Metallschrott. Aber wir machen jetzt mal die Jägerin. Aber jetzt ja erstmal alles aufgewertet und gebaut haben. Am besten, also wir könnten zu Fuß dahin gehen. Rüberfliegen wird nichts. Dann landen wir hier irgendwo und kommen nicht raus oder so. Könnten ja vielleicht von hier probieren, springen und gucken, hier so lang gleiten. Dann brauchen wir nicht mehr so weit laufen. Das können wir ja erstmal machen. Oh, was liegt? Klammer jetzt schon wieder. Okay, falls wir es aufwerten wollen. Basis verbessern. Ja, gut. Naja, gut, nur für eine Quest wäre es doof, wenn wir es gar nicht brauchen gerade. Das können wir später machen. Und mir ist aufgefallen, scheinbar durch was auch immer, ich denke mal Ofen, Lampe und dieses komische Bett, haben wir jetzt diesen Ausgeruht-Bonus. Und Level 8 sogar. 18 Minuten sind wir jetzt ausgeruht. Weil da stand ja immer, dass wir nicht ausgeruht sind. Und die magischen Kisten, die leuchten auch so ein bisschen. Echt cool. Wo haben wir jetzt alles weg? Nee, jetzt haben wir ja. Wir haben es ja nur aufgewertet, aber weggepackt ja noch nicht. So. Hier fällt kein hier bleiben. Bugs kann hier bleiben. Kohle, Holz. So, Steine auch. Und das Harz daran zu kommen, ist auch eine Wahl. Wir bräuchten vielleicht noch. Oh, warte mal. So. Hier ist so eine Art Kochstelle. Dann gibt mal Pilze. Wachs war ja auch irgendwas zum Essen. Glühwürmchen, naja, nicht. So. Kommt hier jetzt das Essen rein? Ah, vielleicht sollten wir mal gucken. Wir haben Feuerstein schon gesammelt, aber kein Feuersteinpfeil freigeschaltet. Müssen wir nochmal kurz bei dem Schmied gucken, ob der uns so deine Waffe vergessen. Nein, habe ich nicht. Kämpfer-Set, das ist neu. Ah, dafür, weil wir jetzt die Schmiede gebaut haben. Dafür können wir nämlich Metallplatten herstellen. Einen alten Schild kann er herstellen. Waffen kann er herstellen. Aber keine Pfeile. Holzpfeil. Müsste ja dann bestimmt hier auftauchen und neuer Pfeil, ne? Oder. Ja, so, dann, dass hier so aufgereiht ist irgendwie. Können leider nur den herstellen. Dann machen wir uns jetzt noch zwei, drei. So. Komm, 30 werden reichen. Packen das Holz wieder weg. Haben genug Platz. Honig für Ausdauer hätten wir dabei. Ein bisschen Heilung. Wasser.
So, dann haben wir jetzt alles so gut vorbereitet. Wechseln auf unser blaues Schwert und teleportieren uns mal hier hin. Vielleicht sehen wir ja auch den Alchemistenort von hier oben, wie gefährlich das da aussieht. Wo wäre der denn? West. Dahin. Mal einfach mal. Und wenn wir Glück haben, in dem Gebäude vor dem roten Leuchten. Ganz hinten. Ja, aber. Das ist auch ein Dorf. Wir machen jetzt erstmal die Jägerin. Finde die Jägerin. 400. Meter in diese Richtung. Stimmt, in dem großen Gebäude da hinten vor dem Turm. Ja, wir verbrauchen jetzt ja auch weniger Ausdauer. Also so, das klappt. Aber wie in Gottes Namen klickt man nach unten? Ah, mit W. Yeah. Wo müssen wir hin? Standort oben. Dann gehen wir mal hoch. Immerhin ist hier drin kein Miasma, das uns umbringen will. Krass, das war jetzt auch irgendwie einfach. Mutter der Jägerin. Überlebende gefunden. Getrocknetes Fell bei Trockengestell. Also können wir einen neuen Gegenstand herstellen. Bärhandschuhe. Hier geht es auch nach oben. Frag mich warum. Neuer Ort auf Karte markiert. Also, naja, dann können wir jetzt ja eigentlich den Alchemisten auch noch testen. Ah, da ist ein Haken. Und eine Tür. Bestimmt reinspringen. Oder es ist ein Fenster und wir fallen raus. Nein, ist es. Eine Kletterwand. Ja. Muss ja einen Grund haben, dass wir hier hoch können. Irgendwo eine Kiste und Schalter oder irgendwas. Da kommen wir aber nicht ganz hoch. Wo können wir denn jetzt hier hin? Vielleicht hätten wir eine Fackel bauen sollen. Ja, wo sind wir jetzt gelandet? Vorne. Hier. Ah, gut, da war ja nichts, also. Hier fällt. Laufen. Hier bleiben. Ist da auch was? Nee, der hat nichts. Komm, wenn wir schon hier sind. Der da sterben. Oh, guck mal, auch Level 3. Also wir haben uns richtig entschieden, erste Jägerin zu holen scheinbar. Liegt der da tot oben? Liegen jetzt ein Loot. Und?
mal, da ist noch einer. Müssen wir auf zu blocken. Frechheit. Aber Bärenkram ist jetzt gut Fell, aber immer auch von den ganzen Tieren, die so rumlaufen. Da ist eine Leiter. Hier ist jetzt aber auch nirgends eine rote Schriftrolle oder so. Ah, hier kommen wir zu ihm. Aber gut, wenn jetzt hier genug Leute sind mit Tierfell, ist das auch gut. Wir können das auch einfach so mitnehmen. So, warum können wir hier hoch? Echt, hier wären Greifhaken gewesen. Harz, oh, das ist gut. Das können wir gebrauchen. Und da ist eine Kiste. Feuersteinpfeile, ja. Wir können sie ja noch nicht herstellen. Das ist ja gut, wenn wir sie finden. Also im Dunkeln gleiten ist jetzt nicht so optimal, aber naja, wir sind ja diesmal nirgends runtergefallen. Hier ist sonst keiner. Okay. Vielleicht in dem Gebäude noch. Falls wir einen netten Wolf finden. Da ist auch ein Greifhaken. Es könnte sein, dass da dann noch eine Kiste ist. Oder ist das einfach nur ein anderer Eingang? Und einfach nur ein anderer Eingang zu sein. Ja. Also wenn wir noch einen schönen netten Wolf finden. Vielleicht hat der Knochen dabei. Hier ist nichts. Okay. Ja, dann ging er so schnell, dann teleportieren wir uns hier wieder hin. Und ja, das frage ich mal. Erst den Elixierboden. Weil diese Miasma-Seelen können wir ja noch echt gut gebrauchen für magische Kisten und sowas. Und wahrscheinlich später auch für irgendwas anderes. Was ist denn das? Da sind wir auch richtig. Ne, guck mal, wir gucken in die. Wir suchen nach verborgenen Gräbern. Hier. Wir gehen jetzt hier hin. Steckter Grabeingang. Cool. Mussten gar nicht so weit fliegen. Hintereingang für das Grab. Aber eine Fackel wäre jetzt echt gut gewesen. Spider. Spider. Mal gucken, ob die dasselbe geben. Diese. Ja, geben sie. Die geben auch Brutlingsbeine. Schön, alles looten, looten, looten. Kann man das auch looten? Nein, kann man nicht. Da, 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 da. Hier leuchtet. Oder ist das mir erstmal Nebel? Also. Da, da, da. Schicke Wände. So was könnten wir ja bauen. Auch so mit dem schönen Steinabsatz. So ein bisschen so. Immer einen so eine 4 Meter von so Deko. Bestimmt ein cooler Keller. Guck mal, Spider. Wow. Da, da, da. Dein Loot. Gott, wir sind vergiftet. Das ist sogar die Wand, die wir gerade gesehen haben. Warte, da brauchen wir bestimmt doch super viele. Das Ding heißt Knochenblock. Dann war bestimmt. Oh, guck mal, das war sogar der richtige Ort. Ich hab eine Spinne gehört.
Dann werden wir doch bestimmt super viele Knochen brauchen und die kriegen wir nur von Wölfen und den anderen Tieren. Ist das Myzel? Nein, ist es nicht. Leuchtblock bei Werkbank. Leuchtbewuchs. Alles klar. Einpacken, was geht. Da, da, da. Den war das Zeug hier halt weg. Wenn ich wissen, wie viel wir von dem Zeug brauchen für ein von das Deck an der Werkbank. Und das Problem ist, wie tief geht es hier runter? Wir müssen ja hier auch noch wieder rauskommen. Dann graben wir lieber da weg. Mal wenigstens auf der anderen Seite noch rausspringen. Warte, das sind Steine. Will ja keiner. Ah, hier gibt es einen Fußboden. Das sieht doch gut aus. Und mal ein bisschen. Wie viel haben wir jetzt? Ne, falsche Taste. Warum ist hier unten Fleisch? 10. Oh Gott, das gab ja wenig. 9. Na gut, wir haben noch nichts gelootet, großartig, können wir mitnehmen. Gott, das hat aber die Spitzhacke halb geschrotet. Also jetzt. Erleuchtung. Was war das denn? Wir hatten gerade eine Erleuchtung. Wo geht es jetzt hier wieder raus? Ja, also dann holen wir uns noch den Alchemisten oder wir machen diesen Brunnen da. Diesen krass coolen roten Baum. Das ist ja... War das hier in der Nähe? Mal auf Garde gucken. Oh nee, das ist gar nicht in der Nähe. Unten, Licht des Feuers, Alchemist. Also ein Stück links von uns. Hinter diesem Berg. Oder? Also mehr oder weniger. Ich können wir da gut runterspringen. Quest lautet ja auch jetzt beschwöre die Jägerin, aber das machen wir ja erst, wenn wir zurück sind. Bären. Bei uns stehen gar keine mehr. So, wir, warte mal. Ich wähle doch mal eine andere Quest aus hier, das ist ja... Das kann man nicht als Quest auswählen, okay. Ist halt so. 83 Meter in diese Richtung. Muss ja irgendwo im Miasma sein, Standort unten. Auch irgendwo im Jasper. Das ist das der Eingang vielleicht? Ah, da ist der Eingang. So, mach mal den Gleiter ein bisschen aus. Gleiter einmal anmachen, danke. Und abrollen. Das haben wir ja schon gelernt. Wir brauchen da ja nur, das ist kein Metallschrott, runtergehen, also weil wir eine blöde Treppe finden und diesen Baum platt machen, so wie es scheint. Dafür kriegen wir einen coolen Fertigkeitspunkt. Die brauchen wir ja. Oh, guck mal. Erstmal Seele. Eva, nein, gerne. Falsche Tasse gedrückt. Oh, und Spinnenbeine. Da wissen wir ja noch nicht wofür, aber einsammeln und haben ist besser wie nicht haben. Ne? Ausdauer haben wir, ja.
Ich würde ja auch runterspringen und den Gleiter aktivieren, aber erstens weiß ich nicht, in welche Richtung. Oh Gott, hör doch mal auf, jede Leiter zu nehmen. Und wenn ich den zu spät aktiviere, dann sind wir Matsch. Darunter oder darunter? Auch mal hier. Okay, da sind wir jetzt unten. Also ein rot leuchtender Baum. Da hinten. Zwischen den Zacken unseres Helms. Da können wir nicht rübergleiten, oder? Wir können hier. Abgezogen. Mal bitte sterben. Krass, ich habe nur einmal geklickt. Mal kurz sterben, danke. Gib mir eure Mias. Mal sehen. Oh, guck mal. Einer. Eva. Anders? Kein Boss? Nee. Ja, war ja klar. Was zum Henker? Kommt der denn jetzt her? Was? Da hat es doch gerade auf mich geschossen. Sag mal. Wenn die nicht alle auf einmal kommen, so sieht das. Schießt doch irgendwas auf mich. Also vielleicht sollten wir. Oh, ich habe die Ausrolltaste gefunden. Also wir hauen jetzt erst diesen Baum um. Der scheint immer wieder Käfer zu rufen. Jetzt ganz in Ruhe looten. Was zum. Ich dachte, hier einer auf mich. Kann ja wohl nicht wahr sein. Bruder, so cool. Ich meine, Ruhe looten. Also. Die Pilze auf dem Boden wachsen gerade nach. Obwohl wir den Baum platt gemacht haben. Will nicht sagen, aber der Berg da hat eine Spalte. So. Da oben sind noch Käfer, die geben uns noch Beine. Da ist eine Kiste. Naja. Wenn ich einmal reinlaufe, können wir das Ding auch einfach vorher platt machen. Warten, bis der Kreis weg ist. Für einen Käfer. Da hinten ist noch einer. Aber warte. Oh, dein Loot holen wir gleich. War schön, dass hier dann auch grünes Gras drin ist. Oder das war vorher drin und wir haben es. Man sieht es halt nur nicht. Ein Zauberstab. So. Holen wir uns jetzt noch den Loot da. Sind wir hier drin fertig und. Ja, machen wir jetzt noch schnell. Wie lang könnte das mit dem Typ wieder hier, diesem Alchemisten, dauern? Reinfliegen war ja kein Problem, aber wir kommen hier wieder raus. Oh, ich krieg Loot. Ich bin aber nett von euch. Wo ist er denn? Lebt ja immer noch. Haut ja rein. Zum Glück habe ich die Hose an mit der Gesundheitsheilung. Da, da, da. Da kommen wir raus. Also wenn der Alchemist genauso gut funktioniert wie die Jägerin, keinen blöden Haken, dann können wir den jetzt auch noch schnell holen, dann können wir beide hinstellen. Und vielleicht sagen die uns dann auch, wo die anderen restlichen beiden sind. Können wir in der nächsten Folge uns die restlichen Begleiter holen.
Es sind ja 5, wie wir gesehen haben. So, warte, wir können uns ja. Guck mal, das liegt hinter. Oh, das liegt weit hinter Miasma. Ja, dann. Warte, hier den kann er wieder wegmachen. Das haben wir jetzt ja. Mach mal, hätte ich gar nicht rausklettern brauchen. Hab ich jetzt gar nicht dran gedacht. Weil wenn wir nicht im Miasma sind, können wir uns ja teleportieren. So, dann machen wir doch mal da mal einen Wegpunkt hin. In diese Richtung ist das. Ich finde das gut, dass wir uns so Wegpunkt setzen können. So genau da, wo wir hin wollen. Doch bestimmt 790 Gebäude da hinten. Gucken, wenn wir nicht nach unten ziehen, schaffen wir es dahin. Oh. Oh, Ausdauer. Oh. Schaffen wir das, schaffen wir das, schaffen wir das. Aus der Höhe sind wir mausetot, wenn wir unten ankommen. Oh, kriegen wir hier Metallschrott. Komm mal hier. Zeig mal. Haben wir jetzt Metallschrott gekriegt? Habe ich gar nicht gesehen. Irgendein Vogel schon auf mich geschossen hat. Von. Hätten jetzt hier schon wieder auf mich geschossen. Ja, habe ich jetzt nicht gesehen, ob wir Metallschrott bekommen haben. Da der Alchemist. Wir haben es gerade tagsüber, das ist schon mal gut. Ah, guck mal, da oben dieser. Oh scheiße, was schieße ich denn hin? Dieser Bengel, der hat schon wieder auf uns geschossen. Also. So. Erstmal, Dankeschön. Vorbeigeflogen. So. Oh, warte, jetzt haben wir bestimmt wieder keinen. Zerlegen. Hier diese komischen Waffen, die wir noch kriegen. Wir haben 10 Metallschrott mit, das heißt, wir haben Metallschrott bekommen. So, sag mal, ist das oben, unten? 17 Meter, ich höre die. Nee, das ist auch falsch. Wir dadurch. Wir machen Schaden. Okay. Ja, wir kommen da nicht durch. Oder es dauert einfach sehr lange. Oh, krass. Ach, hier wäre wie in Halle oder also hier Rätsel wie bei diesem Turm. Ich das unten mit der Spitzhacke ja auch weglassen können. Offen. Sehr weit weg. Also irgendwie wir brauchen unbedingt mal einen Zauber für diesen großen Zauberstab. Wo sind wir eigentlich hin? 59 Meter, ja, aber in welche Richtung? Also das dauert wesentlich länger als die Jägerin. Oh. Oh, ich hab... Nein, da. Ja. Die Waffe ausgewählt. Mich verklickt. Hab ich irgendwie eine Bandage oder sowas genommen? Will denn sowas?
Aber wir kriegen Metallschrott. Also ist hier noch irgend so ein Fatzke. Nein. Hier können wir unseren Kram reparieren. So. Handschuhe des Alchemisten-Lehrlings. Und den Alchemisten. Gibt hier noch was Spannendes? Sonst können wir uns nämlich zurück teleportieren. Hier ist kein Miasma. Und zum Henker können wir hier nach oben. Warte mal, können wir. Wenn man treffen würde, ne? Machen 8 Schaden, zwar nicht effektiv. Vielleicht können wir es kaputt machen für Metallschrott. Drei. Oh, und so 10% der Spitzhacke sind Schrott. Und da schlachten wir lieber ein bisschen Gegner. Ah, hier kann man dann einfach schneller abhauen. Dann dort unten? Ach so, weil wir haben es uns ja selber markiert. Aber es ist ja erledigt. So. Beschwören uns die beiden jetzt schnell? Vielleicht sagen die uns dann, wo wir die anderen finden. Wäre ja cool. Aber der war jetzt ein bisschen schwieriger wie die Jägerin. Jetzt will die Flamme irgendwas. Alchemist. Den haben wir ja gerade geholt. Flamme will noch was. Die Jägerin. Cool. Nee, ja, warte, die müssen ja drinnen stehen. Oh, aber drinnen, wir haben gar keinen Platz. Wo ist dieser komische Fuchtelstab? So, da ist dieser Fuchtelstab. Einmal auffüllen. Das kommt. Schrottpfeil. Das ist auch gut, haben wir ein paar Pfeile. Haben wir es mit dem Metallschrott vielleicht? Also Garn kann hier hin. Metallschrott vielleicht in die Miasma-Kiste gepackt. Also hier können diese Blöcke hin. Da können wir Blöcke draus machen. So, die Runen kommen hier vorne irgendwo rein. So. Aber wo haben wir? Boah, 26 Stück konnten wir sammeln. Ja, hier ist der Metallschrott. So, dann das Essen noch weg. Das hier weg. Guck mal, da haben wir jetzt auch ein paar von. So. Da ist schon noch eine Waffe. Ich gehe kaputt. Wir haben aber auch zugemüllt. Ich gleich wieder die Runen wegpacken. So. Da. Oh. Der Alchemist. Der will wo stehen? Und wir machen erst die Jägerin. Ja, hä? Ah, doppelt. Jägerin. Die Jägerin stellen wir hier hin. Schön, damit ihr warm ist. Und dem Alchemisten stellen wir. Ja, der kann schön bei dem Totenschädel fast thematisch. So.
Dann kommt dieser blöde da wieder weg. Oh. Jetzt noch das Essen schnell hier einräumen. Und die Runen. Und dann gucken wir, was die schnell zu sagen haben. Und ob die uns verraten, wo die anderen sind. Gibt's zu lauern. Gemeinsam überleben. Anbauen. Salz. Ja, ha, 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 ha. War ja nicht gefunden. Großer Rucksack. Leder. Leinen. Pfeile. Oh, die können also Pfeile machen. Schrottpfeil. Feuersteinpfeil. 8 Schaden. 11 Schaden. Ja, da brauchen wir Metallschrott. Und da haben wir jetzt ja noch nicht viele von. Dann machen wir lieber hier diesen Feuerstein. Der ist doch bestimmt schon besser als unserer, oder? Holzpfeil 6 Schaden. Und was war hier? 8 Schaden. Ja, guck mal, ein bisschen besser. Wir können bei jedem Ausrüstung verbessern und nicht nur beim Schmied. Aber hier, das wäre doch cool. Aber Leder? Hab ich irgendwo gefunden. Nein. Tierfell. Die Tierfell haben wir ohne Ende. Warum sollen wir das herstellen? Trockengestell. Konservieren. Also das können wir gut herstellen. Eine Harzfackel. 75 Halbpack. Die hält aber bestimmt wieder auch nicht ewig. Eine Wachsfackel. Die machen auch Schaden, kannst du mit zuhauen. Speerset. So, damit die Punkte weggehen. Teppiche können wir auch machen. Ah, da können wir uns aus dem Schädel. Federbürsten. Aber großer Rucksack. Leder. Wie kommen wir hier an Leder ran? Gut, das Trockengestell, das machen wir irgendwann dann nächstes Mal. Aber das hier, das ist doch eine Quest dann. Quest, Quest, Quest. J. Des Feuers. Salzmine. Stärker Jägerin. Finde die Bäuerin. Ah, guck mal, wir haben einen neuen Standort. Wir müssen das. Das ist eine Quest. Gut. Eine Geschichte der Fäulnis. Noch einen Baum platt machen. Eine Geschichte des Feuers. Warum zeigt er uns denn das mit dem Leder an wie eine Quest? Ja, so. Finden wir noch raus. So, kann der Alchemist uns sagen, wo der letzte ist? Eine Reihe. Bla, meine Trick. Euer Ort markiert. Ewiger Zauberspruch. Vielleicht können wir dann damit endlich unseren großen Magierstab verwenden. Tränke. Tränke. Ewiger Heilungsstrom. Ja, ist klar. Davon haben wir gar nichts. Eisbolzen. Aber er hat eben von dem ewigen Eiszauber gesprochen, dann werden wir den nicht herstellen müssen. Fleischstein, das will er bestimmt haben. Bin auch so ein Questmarker vor. Vielleicht muss das herstellen, denn triggert das eine Quest oder so. Feuersteinstein, das kriegen wir hin. Da, guck mal, Mörser. Mörser. Oh, der kann uns zum
zum Aufwerten diese Seelen machen. Weil eben bei dem Baum war ja kein Boss. Magierstab. Magier-Set. Also ein Hexer-Set. Erzmagier-Set. Oh, hier, das stellt Mana wieder her. Eisenkopfwickel. Mana Regeneration. Okay. Also der hat was von dem Schreiner zumindest gefaselt. Dann haben wir beide Standorte jetzt. Schreiner ist da. Können wir ja von der also zur Jägerin und dann herüber. Und was ist der andere? Da ist die Bäuerin. Springen wir von hier. Ja. Also hier so, also mal gucken. Hier geht es ja wahrscheinlich wieder runter. Hier ist Miasma und hier wird wieder eine Erhöhung sein ohne Miasma. Vielleicht hier so rumgeht. Ein Weg. Da können wir ja dann hinspringen und dann laufen. Und auf dem Rückweg gucken, wie schwer das ist mit der Bäuerin. Kann man ja dann noch diesen Elixierbrunnen machen. Und, ah, hier ist also Salzmine. Licht des Feuers. Oder was? Der Fäulnis? Wieshof. Blutwacht. Hatten die schon alle immer gelbe Punkte? Ewiger Zauber. Hier ist der Zauber, von dem er geredet hat. Hinter der Krypta der Jägerin. Das könnte man ja vielleicht mit dem Schreiner verbinden. Müssen nur mal gucken. Hier ist schon wieder rotes Miasma. Aber hier ist blau. Also wenn wir Glück haben, liegt es in blauen Miasma. Dann würden wir hinkommen. Das wäre ja nicht so schlimm. Dann können wir unseren in dieser Stäbe hier verwenden. Den oder den hier. Jetzt wollen wir mal gucken. Feuer und Schock. Jo. Mal gucken, was am besten dann mit diesem Eiszauber funktioniert, ne? Ey, gut, das würde, wenn man Zauberspruch hätten, der schockbasiert ist oder halt feuerbasiert ist, aber er hat von Eis gesprochen. Also werden diese Boni da nicht funktionieren, die ersten beiden. Aber die anderen ja, also. Wir müssen dann sehen, wie viel hier oben. Ja, gut. Wir haben hier oben ja so einen Lebensbalken und darunter ist bestimmt dieser Mana-Balken. Wie schnell uns das Mana wegsaugt, einmal schießen. Sonst müssen wir gucken, dass wir irgendwas noch für Mana-Regeneration. Lebenspunkte. Kritische Magietreffer, das wäre schon mal gut. Ausdauer. Ausdauer. Ist aber auch nichts, was uns bei Magie hilft. Wenn mal gucken, vielleicht kann man hier irgendwas, was einem Kampfmagier geht, ja, hat ja nichts gebracht, aber ja, geguckt. Also hier wird's Mana erhöht. Oh, das sollten wir machen. Nur die halbe Castzeit braucht er dann. Also müssen wir vielleicht hier noch ein paar Punkte dann investieren in Zauberer. Müssen wir mal schauen dann. Gut. Machen wir in der nächsten Folge die beiden letzten Begleiter. Und vielleicht noch so ein Elixierbrunnen. Je nachdem, wie es zeitlich passt. Dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet wieder Spaß. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann.